So, und moin liebe Leute und willkommen wieder zurück zu Omsi. Hier wieder ein Tetau auf der Linie. Irgendwas Vierstelliges mit einer 2 am Ende. Ja. Und immer noch mit dem gleichen Bus, wie in der letzten Folge. Achso, wir haben ja gar keinen Fahrplan mehr, wir können uns Zeit lassen. Ich vergaß. Ach ne, ich bin ja gar nicht Hitler. Ja. Schlechte Witze müssen auch mal sein. Heute der Michael Schumacher, ja? Warum heulen die jetzt? Mit 50 hier hochfahren ist doch keine... nichts Schlimmes. Hey, können Sie mich mal anständig fahren? Ey, komm! So schlimm. Das ist ja unglaublich, oder? Komm, was ist denn daran so schlimm? Hier ist doch 80 erlaubt, oder nicht? Nö. Okay, Gelenk ist nicht realistisch. Ja, hieran konnte man es gut testen, weil wir haben eine Relaufsituation. Da ist die Kurve ungefähr, nein, ehrlich, noch ein Tick enger. Und da kommt der Bus, wenn er so rumfährt, locker rum. Ja. Also Gelenk ist nicht hundertprozentig realistisch. Aber realistischer als beim C2, also alles in Ordnung. Ich glaube, das ist auch extrem schwierig, so ein Gelenk richtig zu programmieren. Ich glaube, das wird auch ein ordentlicher Aufwand für... Na gut, Helvete hat es geschafft beim... Capacity. Also wird es dann der... Wie heißt der? Darius? Bode? Nee, Bode. Bode? Nee, Bode war jemand anderes. Keiner, oder? Ach, ich weiß nicht. Dieser Darius... Heißt der Darius? Der Hamburg-Man? Ich glaube, der heißt Darius. Ja, genau. Ich bin gerade verwirrt. Der den Doppelgelenkbus bald machen wollte. Der wird ja auch ordentlich was zu tun haben, ne? Nehmen wir mal stark an. Aber der Bus sieht bis jetzt schon richtig nice aus. Ja. Gelenk ist nicht so tausendprozentig realistisch. Ja, es geht nicht mit dem Gelenkbus hier. Na, ja, würde wahrscheinlich genau hinkommen. Ich finde die Türen richtig cool gemacht. Wir haben uns das ja noch gar nicht von innen außen angeguckt, das Spektakel, ne? Geh mal zur Tür. Schon cool gemacht. Ha, bei dem Bus passen diese Schlitze hinten eigentlich so zum Teil. Also manche haben es, manche nicht. Ich würde sagen, zum Überland passt es mehr als zum Nicht-Überland. Nicht-Überland, schönes Wort. Das ist aber echt eng hier. Muss man ja mal ehrlich sagen. Das ist schon eine krasse Ecke. Das ist richtig krass. Wenn hier ein Auto entgegenkommt, dann bist du verloren. Das hat jetzt richtig Innsbruck-Feeling hier. Wenn hier noch Autos entgegenkommen würden, die ich aber ausgestellt habe vorhin, fällt mir gerade ein. Also so gut wie ausgestellt. Dann wird nicht viel kommen. Thank you.
Ja, war richtig, ne? Nehme ich mal an. Wett, ich fahr jetzt hier rum. Warum ist mein Lenkrad gerade so schwergängig? Sag mir das mal bitte. Wo fällt der Scheiße? Ach, Terminus. Wir haben es geschafft. Minus. Cool. Echt? Ach, Pressing. Pressing? Ah, das ist das Wort. Ach. Wird wohl nicht mehr so weit sein. Ein paar Stationen noch. 5, 10, 100, 1000 Millionen. Keine Ahnung. 8. Boah, fährt der Scheiße. Boah, fährt der Scheiße. Kommen Sie rein, können Sie rauskommen. Hallo? Eine Fahrkarte bitte. Eine Kurzstrecke. Dankeschön. Eine Kurzstrecke. Na. Einmal bitte Kurzstrecke. Speedticket-Verkäufer. Schön viel cooler, wenn man ganz geschmeidig fahren kann, ohne Stress. Durch diesen komischen Fahrplan, der hier auch nicht so tausendprozentig funktioniert. Boah, das war eng. Das kann man so sagen, ne? Das war eben echt krass im Kreisverkehr. Bitte. Ich wollte gerade sagen, keiner will einen Fahrschein? Dankeschön. Natürlich. Die Linie ist eine ziemliche Ringlinie an manchen Stellen, ne? Man fährt irgendwie öfter im Kreis, ne? So ein bisschen wie auf Baumgarten die Linie. Die Linien, die über die Messe fahren. 17 und 14. Nee, warte, 17? Doch, 17 und 14 sind das, glaube ich. Keine Ahnung. Jedenfalls die Linien, die über die Messe fahren, die fahren ja auch einmal im Kreis quasi. Und ja, fahren beide über die gleichen Haltestellen, kann man sagen. Ja, kann man nicht sagen, ist so. Oh Gott, mir juckt die Nase. Komm, ich habe mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Ich komme gar nicht mit 80 hoch. Das ist ja eine tolle Straße. Also ich meine es ernst. Die finde ich wirklich toll. Fangen it on ist die. Sieht so ein bisschen aus wie Hamburg. Von der Asphaltierung her. Aber das kann ja nicht sein. Naja, gut, wobei eigentlich nicht. Wobei, warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, was das ist. Die sieht wirklich nicht schlecht aus. Ein bisschen anderer Asphalt hier auch. Das könnte schon fast aus Chicago kommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Das sind Spekulationen, Spekulatios. Bestimmt kommt das aus irgendeinem Blinds Add-on oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon mal hier lang gefahren, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß, dass wir nicht lang gefahren sind, das sah anders aus, aber hat Ähnlichkeit mit dem, wo wir vorhin lang gefahren sind, falls ihr wisst, was ich meine. Können wir nicht mal anständig fahren? Wie anständig? Was ist das? Boah, das ist aber eine echt krasse Kurve.
Das ist ja schon fast Pinneberg-Style hier. Pinneberg? Was? Wie Pinneberg? Was rede ich? Das ist schon fast, Blankenese-Style, ja. Boah, ich hab's heute echt. Ja, die Hütte sieht gut aus. Das ist ja die aus Grundorf, die in Grundorf aufsteht. Wir haben die hier gut reingesetzt. Ja, hat echt schon ein bisschen Blankenese-Style mit dieser Steigung. Wobei die Steigung in Blankenese ja gerade ist. Das ist schon krass. Diese kleinen Minibusse müssen ganz schön was aushalten. 20, nee, was war das? 20%? 40%? I don't know. Oh Gott. Wie viel Prozent? Ich konnte es jetzt nicht erkennen. Ach, 15, das ist ja gar nichts. Naja. Na gut, eigentlich schon ein bisschen was, aber. Ja, was soll's? Ich meine, die sind auf 20% in Blankenese. So, wir fahren ja gerade den Euro 3 Bus. Auf dem Rückweg fahren wir, glaube ich, mal den Euro 2 Bus. Also als Nicht-Gelenkbus. Ich weiß gar nicht, in welchen Versionen es den gibt. Den Nicht-Gelenkbus. Schönes Wort. Auch Solo-Bus genannt. Ich weiß wirklich nicht. Wie weit ist denn die nächste Haltestelle entfernt? Die Strecke möchte man aber nicht zu Fuß gehen. Ne? Und der. Das sind doch keine 15%. Wobei, doch, das sind 15%. Na gut, wird das unfair, wir hatten Anlauf. Das ist nämlich die Schwierigkeit aus der Sache. Jetzt fahren wir wahrscheinlich hier irgendwie wieder im Kreis und fahren dann wieder zurück. Ich kenne das Ganze schon. Machen wir jetzt gefühlt zum 8. Mal. Darum dauert die Linie wahrscheinlich auch so lang. Aber ich finde es gar nicht mal so schlimm eigentlich. Weil Überland ist Überland, ne? Hallo. Hallo. Na, ich wollte schon wieder sagen, keiner will eine Fahrkarte. Warum drücke ich mal die falsche Taste? Bitte. Ich weiß. Ich habe dich schon gesehen, Madame. Mir ist echt ein bisschen wenig los dafür, dass ich so viele Autos eingestellt habe. Da war irgendwie ein unsichtbarer Kantstein, wo das Gelenk gerade rübergefahren ist. Komisch. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück, oder? Nee. Ach komm, beschwert euch doch nicht immer. Doch, irgendwie fahren wir wieder zurück, oder? Ah, ich weiß es nicht. Nee. Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Der Tunnel erinnert mich an. Na, wie heißt es? Lemmental. Lemmental? Ja, Lemmental. Schön, sehr schön gestaltet hier. Richtig schön. Lemmental. Bin ich hier schon gefahren? Habe ich hier schon aufgenommen? Ich glaube nicht. Könnte ich mal machen. Müsste ich aber auch erstmal wieder downloaden, die Map. Obwohl, eigentlich, ja, eigentlich nicht. Weil ich bin eigentlich schon jede Linie aus Lemmental gefahren. Das ist eine sehr schöne Linie, die 450, die finde ich schön. Aber der Rest, das ist alles so. Ja, ist schön, aber. Ja, normal, ne? Nichts Besonderes, sagen wir mal. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr so besondere Maps kennt. Ja, ich weiß Krummenab als Beispiel. Aber ja. Krummenab reizt mich auch nicht irgendwie so nicht wirklich. So. Schönes Deutsch. Keine Ahnung. Oh, was ist denn da für eine Steigung? 10%. Schreibt mir doch mal schöne Maps in die Kommentare, falls ihr welche kennt. Und vielleicht schöne Busse, die ich mal fahren könnte. Dieser Bus ist übrigens
Was heißt ganz neu erschienen? Ganz neu irgendwie im neuen Update erschienen? Keine Ahnung. Ich habe eben geguckt im Umsi-Forum. Uiuiui. Bin immer eben abgehoben. Hashtag abgehoben. Eieieiei. LOL! Wie ist denn das jetzt passiert? Wie ist das nur passiert? Keine Ahnung, wie konnte das passieren? Ist mir ein Mysterium. Komm rein. Hallo. Gerhard Hauptmann Platz. So, die Linie. Die Folge müsste im Prinzip vorbei sein. Das ist schön gemacht, der Place. So. Und mal gucken. Ja, ist Zeit zum Beenden. Perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Was heißt gleich? Jetzt fange ich schon an wie Tim. Beim nächsten Mal wieder.